Hier gibt es im ganzen Sommer jeden Nachmittag, jeden Abend allerlei Unterhaltung. Am Abend ist alles beleuchtet von ungefähr 110.000 Lampen. Das rote Gebäude ist ein Museum, die Neu-Karlsberg-Glyptothek, gegründet am Ende des 19. Jahrhunderts vom Bierbrauer Jakobsen. Das war der Sohn vom Gründer der Karlsberg-Brauerei. Und wir sind ja nun auf der großen Insel Seeland, aber vor uns ist ja eine Brücke, eine Klappbrücke. Wir haben zwei von diesen Klappbrücken, das können wir gleich sehen. Fährt ein Schiff durch den Hafen, gehen die Brücken ganz einfach hoch. Kopenhagen wurde ja auf drei Inseln gebaut. Also wie gesagt, wir verlassen die große Insel Seeland und auf der anderen Seite der Brücke vor uns ist die Insel Amager. Das ist eine kleinere Insel, wo unter anderem der Kopenhagener Flughafen ist. Das ist der größte Flughafen von Skandinavien. Und wir sehen ja gleich den Hafen. Der Name Kopenhagen bedeutet Hafen der Kaufleute. Und der Hafen hier in Kopenhagen ist ungefähr 40 Kilometer lang. Ja, also gleich sehen wir links die zweite Klappbrücke und den Hafen links und rechts. Und rechts unten am Hafen sehen Sie ein Schwimmbad, wo die Treppen sind. Hier haben die Kopenhagener im Stadtzentrum eine Möglichkeit zum Baden. Und das Wasser ist schön sauber durch eine große Kläranlage am Hafen. Und links ist ja die zweite Klappbrücke. Und dann sind wir auf der Insel Amager, eine kleinere Insel, wo der Kopenhagener Flughafen ist. Und ungefähr vom Flughafen über den Öresund, also das Meer zwischen Dänemark und Schweden, haben wir ja im Jahre 2000 eine neue Brücke eingeweiht, die Öresundbrücke, eine Entfernung von 16 Kilometern. Und diese neue Brücke bedeutet, dass viele Leute von Südschweden nach Kopenhagen fahren. Die empfinden irgendwie, dass sie eine neue Hauptstadt bekommen haben, denn die Entfernung zur eigenen Hauptstadt in Schweden ist ja weit für die Leute in Südschweden. Und außerdem war der südliche Teil von Schweden ja auch dänisch, bis zum Jahr 1659. Links sehen Sie die alten Befestigungsanlagen unserer Stadt. Die sind aus dem 17. Jahrhundert. Zu der Zeit haben